Erste. Zu Gast bei Radio 1. Mit Thomas Wosch und Gabi Bauer. Ja, Frau Bauer und ich haben ausgemacht, uns in der Sendung zu siezen, aber nach dieser innigen und tollen Vorbereitung für die Sendung geht einfach nicht, Gabi. Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio 1. Bin gerne hier, glaube ich. Man muss immer das verifizieren wir jetzt. Ja, das Hintertürchen muss immer offen bleiben. Deine ersten Eindrücke? Ich muss zugeben, ich kam viel zu spät. Das lag an der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin. Und dann hat es nur so geknallt. Ich meine, bevor ich ankam, musste ich schon ein Interview aufzeichnen. Ja. Und als ich das nächste vorbereiten wollte, hieß es, na, vorbereiten können wir nicht. Aber dafür musst du da nochmal in die Sendung gehen, in die Vorsendung, was sehr nett war. Aber gut, und nun sitze ich in der Sendung und ich weiß, es gibt irgendwo einen Sendelaufplan. Gabi Bauer trägt Pink. Sie ist zu spät, sympathisch, eine ganze Stunde, sehr sympathisch. Sie kann allerdings nichts dafür, trotzdem sympathisch. Sie will arbeiten, keine Blabla-Gespräche, selbst der Chef wird abgewiesen. Wo sind die Fakten? Stimmt, muss ich nachher nochmal hingehen. Gabi ist ein toller Name, meine erste Freundin hieß Gabi, Gabi Bayer, Gabi Bauer. Na, wenn da das mal kein Zeichen ist. Gabi Bauer hat eine Haltung und wenn sie keine hat, dann sucht sie nach einer. Nach der Sendung wird mir Gabi Bauer ein Pferd stehlen. Warum? Weil sie es kann. Erste Reaktion auf die Sendung oder warum? Du hast gerade irgendwas gelesen und gelacht. Ja, das war süß. Sind Freunde, die zuhören und sich beteiligen. Das ist übrigens interessant. Ich kriegte in den letzten Tagen ganz viel so Post, ja, also elektronische Post von Leuten. Man, du kommst nach Berlin, klasse, können wir uns da sehen? Und ich sage, woher weißt du das? Ja, du kommst doch zu Radio 1. Dann habe ich festgestellt, in diesen Tagen, mein gesamter Freundes- und Bekanntenkreis, bis auf eine einzige Person im Bereich Berlin, sind Radio 1-Hörer und Fans. Und haben das eben gehört, eure Programmwerbung. Und da habe ich eben auch festgestellt, es macht ihr offensichtlich ganz gut. Diese eine einzige Person, kann man die nicht loswerden? Bettina, long time no see. Schön, dich mal wieder zu hören. Ich freue mich auch. Ja, sehr gut. Gut, dann, in dem Fall aber auch nicht no see. Wir müssen aber schon bei den Fakten bleiben. But here. Wie, but here? Ja. Also, aber hören, sie sehen sie ja nicht. Ach so. Aber wir können uns einander vorstellen. Ja, aber ich bleibe dabei, long time no see, das stimmt, aber jetzt nicht. Frau Gauss und Gabi, ihr habt euch ja sehr persönlich begrüßt. Woher stammt die Leidenschaft? Wo kommt die Beziehung her? Oh, Leidenschaft hatten wir noch nicht, Bettina, oder? Nein, ich bin auch gerade überrascht. Da hat der Kollege offenbar eine relativ geringe Schwelle, wobei ihm die Leidenschaft schon anfing. Ja, nein, aber ernste Antwort, wir kennen uns einfach seit vielen Jahren und haben schon viel miteinander zu tun gehabt. Und irgendwie von meiner Seite aus jedenfalls ist da eine gewisse Sympathie. Ja, ist es schön, wa? Lou Reed, Perfect Day. Das ist natürlich eine Steilvorlage. Du hast dir diesen Titel gewünscht, Gabi. Was wäre der Perfect Day für dich? Oh, ich bin immer schon froh, wenn es mal diese Perfect Stunde gibt. Das ist für mich immer sonntags morgens, wenn die Familie schon auf ist, aber meine Tür ist noch zu. Dann habe ich eine Stunde oder etwas mehr Zeit, um einfach mal Zeitungen zu lesen. Aber nicht das, was man immer lesen muss die ganze Woche als Journalistin, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so weiter, sondern mal so in der Zeit. Die InTouch. Nee, die Zeit lese ich wahnsinnig gerne und da einfach die schönen Seitengeschichten, so die so ein bisschen elaborierter sind, dass man sich mal auf was einlassen kann. Oh, herrlich. Und dazu drei Latte Macchiato und dann wird es ein Perfect Day. Für uns ist dieser Weg zu Ende, Gabi. Angenehme 3 Stunden. Deine, vielleicht eine Zusammenfassung nochmal, dein Resümee des Ganzen. Ja, Radio ist wunderbar. Hat hier bei Radio 1 in einer sehr entspannten und netten Atmosphäre richtig Spaß gemacht. Mit dir ging es auch einigermaßen. Und schönes Programm. Also, war sehr nett, dich kennenzulernen, muss ich sagen. Und da habe ich noch nie gesagt, ne? Nein. Wie schön. War sehr nett, dich kennenzulernen. Aber du und ihr habt auch echt einen neuen Fan in Hamburg gewonnen. Schön, ja. Dann kann doch so eine Sendung gar nicht zu Ende gehen. Tschüss, Gabi. Thank you.